Ahoi, was geht ab, Leute? Hong hier. Es ist Montag, es ist Max Out Monday. Jetzt fragen sich ein paar Leute, hä? Ja, was mit Abra-C-Day? Erstmal maxen wir, dann reden wir über den Max Out, über den C-Day. Passend zum Event, natürlich, Volbeat und Illumis. Auf Illumis habe ich gewartet, denn Volbeat hatte ich natürlich schon lange. Einen Shiny habe ich auch bekommen. Und Instamax können wir direkt machen. Kostet 197.500. Boah, obwohl der relativ hoch ist. Naja, Instamax. Bam. Und passend dazu natürlich Volbeat. Den haben wir aber schon länger. Da habe ich nur auf Illumis gewartet als... ein L, okay. Da habe ich nur auf Illumis gewartet als Pärchen. Der ist aber eigentlich auch schon recht hoch. Und Instamax. 1771. Ich schau mal kurz. Wie viel Illumis hatte? 1771. Beide haben gleich viel. Ja, ich habe gerne in die Kommentare, wie es bei euch so läuft mit dem Event. Habt ihr einen Shiny Illumis? Habt ihr einen Shiny Volbeat? Shiny Volbeat bräuchte ich noch. Mal schauen. Heute ist, glaube ich, der letzte Tag. Mal schauen, ob ich den noch bekomme. Ja, eine Box haben wir auch am Start, natürlich, Max und Monday muss sein. Erstmal Abra's C-Day. Ich war unterwegs, ich habe gezockt, ich habe auch gefilmt, hat alles gut angefangen, bin zu spät gekommen, habe noch gegessen in Ruhe und dann geduscht und dann war ich noch in der Apotheke für erstens eine Maske, zweitens was gegen Heuschnupfen. Habe alles gefilmt, kein Problem. Dann war ich dort, abgefangen. Meine Shiny Abra's gefangen, 3 Stück habe ich bekommen. Ihr denkt euch jetzt, hä, warum das voll wenig? Ja, liegt daran, dass ich nach einer Stunde keinen Bock mehr hatte und einfach wieder nach Hause gegangen bin. Und das, obwohl ich schon eine Stunde zu spät gekommen bin. Und da liegt das Problem. Ich bring mal einen Vergleich, okay? Boku no Hero My Academia. Das ist ein Anime, für alle, die es nicht wissen. Es gibt da einen Typen, der nennt sich All Might. Number One Hero, das Symbol für Gerechtigkeit. Und er bringt den Leuten auch Mut. Er ist halt nicht nur ein krasser Hero, weil es geht in dem Anime um Heroes und sowas, Helden. Er ist nicht nur ein krasser Held, sondern er ist auch das Symbol und er ist für viele Leute eben das Wahrbild und gibt den Leuten Mut und Hoffnung und sowas und motiviert die. Und das waren wir sozusagen. Ich habe viele Leute motiviert, man verbindet mich mit Action, Spielspaß und so weiter. Und jetzt halt nicht mehr, deswegen, das ist das Problem, deswegen will ich das Video nicht veröffentlichen, weil ich habe einfach abgebrochen, weil ich keinen Bock mehr hatte. Und ich will nicht, dass ihr mich in dieser Lage seht, in dieser Situation. Und All Might hat seine Kräfte verloren. Jetzt seht ihr den Zusammenhang, oder? Das, den Vergleich. All Might hat seine Kräfte verloren. Und ich blende das hier vielleicht ein. Auch vom Aussehen her, weil er geschwächt wurde. Genau wie All Might nicht will, dass die Gesellschaft ihn in seiner geschwächten Situation sieht. Und in seiner geschwächten Form will ich das eigentlich auch nicht. Deswegen, ich meine, der Vlog bis zu dem Teil, wo ich einfach nach Hause gegangen bin, war eigentlich ganz gut. Ist halt eben... recht kurz deswegen, aber es war ein ganz normaler Vlog. Aber ich hatte halt genug. Ich weiß nicht, was ich sagen soll. Ich habe meine Shinies gemacht. Reicht. Mehr brauche ich nicht. Ich habe keinen Bock, da 4, 5, 6 Stunden zu zocken. Mir reicht eine halbe Stunde, um ehrlich zu sein. Die halbe Stunde habe ich Spaß, alles drüber nicht mehr so viel. Und an sich wäre das auch kein Problem, wenn ich nicht auch noch YouTuber wäre und ein saftiges Video machen müsste. Weil da ist das Problem, dass eine halbe Stunde halt nicht reicht, um ein geiles Video zu machen. Wenn irgendjemand in die Kommentare schreibt, dass Spieletrend All Might ist, dann nein, auf jeden Fall. Also wenn überhaupt, bin ich erstmal Endeavor, nicht All Might, aber in dem Fall bin ich All Might. Und Spieletrend ist niemals All Might. Spieletrend ist auf jeden Fall Night Eye. Naja, ist ja kein Geheimnis, dass ich struggle seit Dezember mit Lust, Spiel, Laune, YouTube, Motivation, Motivation für YouTube, Motivation für Videos, Kreativität, Input, nicht nur Motivation. Das ist nicht so, boah, ich habe gar keinen Bock auf dies und das. Man hat schon Bock, aber nicht in der Verfassung, in der Menge, wo man sagen kann, boah, jetzt habe ich auch noch daraus, aus dem Material ein krasses Video raus. Es gibt so viele Sachen an dem Spiel, die mich nicht mehr reizen, wie zum Beispiel Meryl PvP Day. Eigentlich ziemlich gutes Zeug für ein Video, Material, Content-mäßig, aber juckt mich nicht. Ich musste mich gestern durchringen, die zu machen überhaupt. Aus Krampf und aus Zwang, weil einer einen Shiny Mergel zum Tauschen braucht. Und was ist passiert? Aus allen Mergels
Ich habe keinen einzigen Schein bekommen, obwohl ich alle maximale Anzahl abgeholt habe. Mega leidend. Rauchtag zum Beispiel, hat mich null gejuckt. Eigentlich auch ein gutes Videomaterial, aber hat mich halt nicht gejuckt. Was soll ich machen? So viele Sachen halt, die mich momentan nicht mehr jucken, wo ich halt videotechnisch eine kreative Sackgasse, eine kreative Blockade habe, weil ich kann halt nicht, man kann schon Video dazu machen, auch wenn man nicht voll dahinter steht, aber will ich ja nicht. Ich will Begeisterung, die Begeisterung, die ich im Video zeige, soll ja echt sein. Wir sind ja immer noch hoffentlich real. Und klar kann ich den Rauchtag zocken und den filmen und dies, das. Aber wenn ich in meinem Herzen oder tief im Inneren denke, Rauchtag so unnötig, dann kann ich kein geiles Video draus machen. Es schreiben mir auch voll viele, ich habe jetzt im letzten Video ein bisschen über Stops geredet. Und es schreiben auch voll viele, Hong, bewerte mal Stops. Kann ich nicht. Will ich nicht. Weil für mich ist das Drecksarbeit. Für mich ist das nichts, womit ich gerne Zeit verbringe. Und das ist ja jetzt kein Diss an alle, die gerne Stops bewerten. Für mich ist es so eine Büroarbeit, wo Niantic eigentlich irgendeine Zeitarbeiterfirma oder irgendwelche Werkstudenten hätte einstellen müssen, um genau diese Arbeit zu machen. Stattdessen machen wir die halt umsonst für Niantic. Und ich sehe halt keinen Reiz daran. Ich habe schon meinen normalen Job, meine normalen Büroarbeiten. Da will ich in meiner Freizeit, als mein Hobby, nicht noch mehr Büroarbeit machen. Deswegen kann ich das nicht machen. Und das wäre auch ein Video, was ich nicht gerne schauen würde, dementsprechend nicht euch präsentieren möchte. Das ist jetzt kein Diss an jeden, der gerne bewertet oder so, weil vielen Dank für eure Arbeit. Es gibt auch Leute, die gerne putzen oder so, wo manche denken, boah, wieso macht man das? Das ist ja Arbeit. Und genauso sehe ich das mit Softs bewerten. Für mich ist es Arbeit und kein Vergnügen. Deswegen zum Beispiel sowas kann ich auch nicht bringen. Ein Video muss halt das sein, worauf ich Bock habe. Und momentan bockt sich nicht so viel, deswegen kreative Downphase, was soll ich machen? Ich will das Video jetzt nicht hochladen, ich will, dass ihr mich in Erinnerung habt, als den begeisterten Pokémon Go Spieler, der echt Feuer und Leidenschaft für dieses Spiel war. Auch wenn diese Flamme jetzt langsam erlodert, will ich diese Erinnerung aufrechterhalten. Wenn ich jetzt zum Beispiel jetzt das Abra-Cider-Video hochlade, wo ich einfach abbreche, weil ich keinen Bock mehr hatte, weil ich genug hatte. Es ist nicht dasselbe wie einfach keinen Bock drauf haben. Ich habe mich nicht durchgequält, den Abra-Cider zu zocken. Weil bis zu diesem Zeitpunkt hatte ich ja genug Spaß und nur irgendwann ist halt genug. Die Grenze nach unten ist halt genug oder nach oben. Ich weiß nicht genau. Mir reicht halt jetzt momentan eine halbe Stunde, eine Stunde. Genug, fertig. Genug Spaß hat gehabt. Ab nach Hause chillen, was essen, Nickerchen machen, Tower of God lesen und so weiter und so fort. Und davor hatte ich halt mehr Heißhunger drauf. 6 Stunden kein Problem, 7 Stunden, 8 Stunden, 10 Stunden kein Problem. Und das ist halt immer weniger geworden. Früher habe ich 12 Stunden gezockt, dann 10 Stunden nur noch, dann nur noch 8, dann nur noch 6, dann nur noch 5, dann nur noch 4. Und mittlerweile sind wir bei unter einer Stunde angekommen oder sowas, wo ich danach sage, jo, reicht, genug. Vielen Dank, ab nach Hause, hat Spaß gemacht, aber das ist genug. Und an sich wäre das ja auch kein Problem, jeder soll so viel spielen, wie er will. Ich meine, die meisten von euch spielen ja auch nur so wenig, ist ja kein Problem. Nur, für mich ist es halt ein Problem, weil ich halt dann kein Videomaterial habe. Und das ist ja eigentlich auch was Wichtiges. Aber, worauf ich mich jetzt freue, schlechte Überleitung, ist die Box. Oh mein Gott, sell out. So, Grüße gehen raus an Woodbox. Link ist in der Beschreibung. Jeden Monat eine Box. Mit ein paar netten Überraschungen. Ah ja, schreibt gerne unten in die Kommentare, was ihr diesen Monat gemaxt. Monat? Diesen Montag, heute gemaxt habt, Leute. Q-Fix Sammelfiguren, Cyclops. Ich muss mal demnächst ein Video machen, was ich mit diesen ganzen Figuren mache, weil mittlerweile hat sich ja schon eine Menge gesammelt. Boah, Cyclops habe ich nie gemocht. Das war voll der Depp. Ein T-Shirt. Ist hier irgendwas mit Assassin's Creed oder sowas? Kann das sein? Nee? Doch? Yes, doch. So, kurzer Cut. Vielleicht habt ihr es nicht bemerkt. Batterie ist leer gegangen, Akku. Und in der Zwischenzeit habe ich eine Runde Panel Bros gezockt. Mein erster Sieg ohne Niederlage. Wie nennt man das? Also ich habe kein einziges Mal KP verloren. In Battlegrounds.
Ist das ein Sitzkissen? Oder so für Hals? So ein Aufblasteil? Ja, nice. Hätte ich auf meiner Deutschlandtour gebraucht. Hätte ich auch mal im Zug oder im Bus schlafen können. 007 Glas. Ich habe schon meine Attack on Titan Tasse auch aus der Box bekommen. Und noch ein Pin für unsere legendäre Pinsammlung. Sagt mir nichts, aber sieht cool aus. Ja, das war's. Vielen Dank an Rootbox für diese Box. Und ja, ein kleiner Real Talk. Was soll ich sagen? Mal schauen, was die Zukunft so bringen wird. Schreibt in die Kommentare, was ihr heute gemacht habt. Ansonsten, wie immer, liken, subscriben, kommentieren. Checkt die Videos ab. Folgt mir auf Instagram, Facebook, Twitter. Checkt den Shop ab. Vergesst nicht, Pokémon ist dieses Business.